Moin, einmal hier ein ganz kleines Video, einmal zu diesem Stuhl, den ich mir hier gegönnt habe. Das ist das gute Stück und ja, es ist sehr bequem, muss ich gestehen. Also es ist bequemer, als es aussieht. Als ich es gesehen habe und fertig war mit Aufbauen, dachte ich, naja, das kann ja nichts werden. Aber es ist tatsächlich sehr bequem, denn durch diese, ja, geriffelte Optik, die so ein bisschen Luft auch durchlässt, passt sich das Ganze dann ganz gut dem Rücken an. Das ist die Kopflehne, die können wir hier individuell einfach verstellen, also hoch und runter, in dem Winkel, wie wir sie wollen, und auch im Nacken selber hier so, genau, das rastet dann alles hier einfach ein, kann man sich dann so zurechtbiegen, wie man möchte. Die Lehnen sind höhenverstellbar, da haben wir hier diese Knöpfe, kann das Ganze auch hoch und runter ziehen, das ist, denke ich, nichts Innovatives Neues, aber trotzdem ganz nice to have. Höhenverstellung, logisch, kennt man auch, gehört heutzutage auch zu jedem Stuhl dazu. Unten haben wir die Räder, die sind aus so einer Art Kunststoff, dadurch sind die ein bisschen leiser. Ich habe trotzdem so eine Untergrundmatte, ja, einfach weil ich es halt besser finde, auch fürs Holz ist das schonender. Und hier hinten können wir doch den Härtegrad einstellen von dem Polster mit diesem Regler hier und können dann da individuell das anpassen, wie unser Rücken sein soll. Das ist auch ganz nett. Und alles in allem ist das eigentlich ein sehr solider Stuhl, der, als ich ihn bestellt habe, mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat. Das Aufbauen selber ging auch relativ schnell. Ich habe vielleicht so 15, 20 Minuten gebraucht. Im Endeffekt kommt das Kreuz, die Räder einzeln, dann die einzelnen Lehnen. Die werden hier an an den Untergrund angeschraubt, Lehne dran, Kopfstütze ran und die Feder hier unten drunter, um die Höhenverstellung einzustellen, einbauen und dann ist das Ganze fertig. Also insgesamt sind das vielleicht 10 Schrauben oder so. Also ja, solide Arbeit. Ich bin zufrieden.